Früher ist der Maschinist gekommen, am Montag hat die Pläne geholt. Der war beschäftigt bis am Freitag, vermutlich war auch der Lehrling beschäftigt gewesen. Heute kommt er am Mittwoch hoch und sagt, was kann ich noch machen? Und dann sage ich, ja, zusammensetzen. Er sagt, nein, ist alles gemacht. Mein grösster Vorteil, den ich sehe bei CAD+T, ist eigentlich der Konfigurator, den sie anbieten. Weil im vorgängigen Programm hatten wir nicht einen Konfigurator gehabt, der ist einfach deine Bauteilblöcke gehabt. Durch den Konfigurator bekommst du halt hier extrem Flexibilität zurück. Wenn jetzt ein Kunde etwas anderes will, kannst du es wieder umändern oder dass du so drei kleine Knöpfe drückst. Und das ist der grosse Vorteil. Details sind besser, man wird schneller dunkel und das Ganze beschleunigt sich, die Qualität steigt. Es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, dass man das nicht in Angriff nimmt. Ja.